Und jetzt kann ich endlich aussehen wie eine wunderschöne Prinzessin. Und wie ihr dieses Free-Item bekommt, zeige ich euch jetzt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in Tri-Square reinzugehen. So, dann muss erstmal alles laden. Aber wenn es dann geladen hat, seht ihr da oben Collectible Countdown. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Und da seht ihr schon das Icon von einem Collectible, das wir finden müssen. Und um das zu finden, geht ihr hier unten auf euren Metalldetektor und lauft einfach so lange, bis dieser Punkt hier unten extremer blinkt. Der ist immer an einem anderen Punkt. Also da, wo ich ihn jetzt finden werde, werdet ihr ihn vielleicht nicht finden. Ah, es wird rot. Rot ist gut. Rot ist gut. Ja. Hier vielleicht. Hier oben sehen wir übrigens, wie das Collectible aussieht. Und ich habe noch 30 Sekunden, um es zu finden. Ich muss wahrscheinlich weiterlaufen. Ah, ich bin zu weit. Oh, es wird extremer. Es wird extremer. Hä? Das Ding ist weg. Ah, das Collectible ist weg. So ein Mist, ich war zu spät. Aber da oben ist der Counter noch bei einer Sekunde. Was soll das denn? Egal. Machen wir es erneut. Wir klicken nochmal rauf. Ah, guck mal, hier wäre ein Collectible. Ha, Legendary. Ich hab's gefunden. Das war aber gar nicht das, was ich finden musste. Egal. Damit haben wir das Collectible schon gefunden und das Free-Item gesichert.